Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Ich wollte wieder mal eine Mythic Plus Kiste aufmachen und eine PvP-Kiste. Und ja, drückt mir die Daumen, dass diesmal was Sinniges rauskommt. Wir waren nämlich wieder letzte Woche fleißig. Und zwar habe ich einen 15er gemacht. Wir haben sogar einen, also ich habe sogar mehrere 15er gemacht, aber einen habe ich sogar geintimed. Um 2 Sekunden, vielleicht lade ich das die Tage hoch mit einer Random-Truppe, war auf jeden Fall ein interessanter Run, sagen wir es mal so. Und ja, mal gucken, was wir jetzt aus der Kiste rauskriegen. PvP haben wir auch ein bisschen gemacht. Wir müssen mal eine Kiste kriegen, da gibt es, glaube ich, ein 360er-Item oder sowas um den Dreh rum. Also ja, werden wir mal gucken. Aber erstmal das große 375er. Ich habe jetzt mal den DD-Trade reingehauen. Ich würde sagen, wir machen mal die Kiste auf. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich irgendwas richtig, richtig Tolles rausbekomme. Oh nein, ich habe eine Waffe gekriegt. Ah, Anlegen erhöht eure Fähigkeit. Oh, warte. Chance, euch Augenblick der Klarheit zu gewähren, wodurch bei einem folgenden Zauber die Abklingung. Ah, okay. Das ist nicht gut, aber 475er Waffe wäre theoretisch schon nicht so schlecht. Jetzt ist halt die Frage. Das Problem ist, ich habe halt eine Waffe drauf mit einem guten Corrupted Effekt. Und jetzt habe ich halt quasi eine Waffe, die zwar vom Item Level höher wäre, ne? Von den Stats, naja, Ding ist jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Hier Mastery Tempo ist okay. Ich hätte halt am liebsten Versa drauf gehabt. Versa ist halt mein Bistat. Jetzt müsste ich halt wahrscheinlich abwarten, bis ich irgendwo eine Waffe herbekomme, die. Beziehungsweise nein, ein Corrupted Item herbekomme, wo ich bessere Corrupted Sets drauf habe, dass ich die Waffe austauschen kann. Vielleicht ist ja hier was drin. Das Echoing Void drauf hat Infinite Stars oder irgendwas. Mal schauen. Und? Also ich dachte erst, ich kriege gar kein Item. Okay, was habe ich jetzt bekommen? PvP-Trinket mit Sockel, das ich aktivieren kann mit... naja, das ist leider auch nicht so gut. Schade. Das Blöde ist, die Sachen hier aus den beiden Kisten sind halt eigentlich immer corrupted, außer es ist ein Trinket. Und das ist jetzt blöderweise ein Trinket. Ja, also das Problem ist, ich kann keins von beiden im Moment verwenden. Hat einfach den Hintergrund, dass ich sonst nicht genug Corruption habe. Ich habe zwar jetzt noch einen Ring, den ich anlegen könnte für 75er. Der hat aber blöderweise nicht so das ganz optimale Corruption-Element drauf und dementsprechend ist der jetzt nicht ganz so gut. So, okay, ein wenig schade an der Stelle. Wir werden jetzt nochmal kurz gamblen und gucken, ob ich vielleicht einen krassen Kopf rauskriege. Ich habe nämlich jetzt relativ viel Residium. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, Kopf oder... Ach komm, ich hole mir mal einen Kopf. Und zwar werde ich mir hier einmal so einen Random-Kopf holen. Und ja, drückt mir die Daumen, dass ich da vielleicht was Sinnigeres rauskrieg. Aber ja, das sieht nicht gut aus. Aber ja. Ah, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Kann man mal gucken. Ja, ich habe halt da schon ganz okay Trades drauf, ne? Ich könnte Single-Target gehen. Hier haben wir Stats. Ah, für ein Single-Target wäre es vielleicht ganz okay, aber leider sind es jetzt keine extrem guten Trades, die es das hier drauf hat. Das finde ich gar nicht so schlecht, dann gibt es ein bisschen noch ein Schild, wenn ich Bugskin quasi ziehe. Ja, müsste ich mir mal später durchsimmen, ob sich das rentiert. Für ein Item-Level hat sich es auf jeden Fall rentiert, die Waffe bzw. der Kopf jetzt von den Trades haut mich das leider auch nicht um. Naja, diesmal war eher so semi-lucky, vielleicht kann ich die Waffe irgendwann mal verwenden. Naja, gut, das war es soweit mit dem kleinen Opening, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ja, vielleicht habt ihr irgendwas Krasses rausgekriegt, lasst es mich gerne wissen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.